Hallo und herzlich willkommen zurück zum Prepper-Simulator. Schön, dass du wieder dabei bist. Und erstmal einen großen Dank, dass du ja so viel kommentiert hast, Daumen da gelassen hast und die Videos geschaut hast. Vielen Dank dafür. So, es gab ein paar Patche und ich habe noch ein paar Hinweise geschrieben, auf was ich vielleicht ein bisschen besser achten sollte. Lass uns mal angucken. Und ansonsten werden wir einfach mal wieder ins Spiel einsteigen. Mal gucken, wo wir stehen geblieben sind, was es Neues gibt. Erstmal brauchen wir eine leckere Rübensuppe. Wir sind nämlich ganz schön hungrig. Thunfisch haben wir auch noch. Essen ist Essen, auch wenn es nach Fisch riecht. Ah, komm, dann essen wir die auch noch. Dann haben wir erstmal die Notration weg. Kriegen daraus aber auch, glaube ich, eine Box, ne? Haben wir jetzt eine leere Thunfischbox bekommen. Weil... ja, wir müssen schon mit den Ressourcen haushalten. Wir können aber eben gucken. Alles dauert länger und ich fühle mich vorbereitet. Ja, der... Ja, ich weiß. Der hat offenbar schon gemerkt, dass wir hier gesleckert haben. Besonders hinsichtlich unserer Nahrungsversorgung. Da brauchen wir erstmal wieder Samen. Oh, was hier passiert? Warte mal, heute kommt noch die Inspektion, ne? Das hier war. Sehr geehrter Mr. Prepper, um nochmal reinzukommen, wo wir stehen geblieben sind. Ich hoffe, Ihnen geht es gut. Fühlen Sie sich von meinem Geschenk inspiriert. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot unterbreiten und zwar möchte ich gerne einen kleinen Austausch zwischen uns starten. Hin und wieder werde ich Ihnen einen Brief oder ein Paket mit nützlichen Informationen oder Gegenständen schicken, da ich Zugriff auf eher seltene Vorräte und Quellen habe. Jedoch gibt es Dinge, an die ich nur schwer herankomme. Und hier ist es, wo ich Ihre Hilfe brauche. Sie könnten mir Dinge bringen, als würden Sie auf dem lokalen Markt handeln. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das schon. Genau, und er hätte gerne als Eisbrecher ein Glas Marmelade und wir haben ihn freigeschaltet, den Minuteman. Nicht zu wechseln mit den Minuteman. So, wir brauchen Samen. Nichts funktioniert, ich fühle mich okay. Warte mal, wir sollten erstmal hier... zudecken. Nicht, dass die Kontrolle kommt. Ich denke mal, dass die nach so einem Reset des Spiels dann erscheint. So. Dann würde ich gerne gucken, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Zum Beispiel hätte Nancy gerne ein Regal für 15. Kostet 5 Holz. Ein Holz kostet 2. Also 5 Dollar Gewinn, wenn wir das Regal bauen. Beim Tisch das gleiche. Das heißt, wir könnten ein Regal und einen Tisch bauen, wenn wir noch Holz hätten. Holz könnten wir eventuell im Wald finden. Oder bei Sergei erwerben. Ich will es aber auch nicht in den Wald gehen, während die Inspektion droht. Ja. Köder haben wir noch. Ah, einmal Rübensamen. So, der Supermarkt will nichts von uns haben. Sergei hätte gerne Rohmaterialien von uns. Dem können wir vielleicht die Erde verkaufen. Bei Beet haben wir genug. Und dann hat er Holz im Angebot. Sehr gut. Dann läuft das schon mal. Wir können auch unser Wohnung noch ein paar Sachen verschwinden lassen, theoretisch. Damit wir da noch ein bisschen Material rausbekommen. Natürlich nicht zu viel, dass bei der Inspektion das nicht auffällt. Was haben wir denn hier? Eine Dunstabzugshaube hätte 1 Meter an Plastik, ist ja wirklich nicht viel. Hier können wir Benzin aufbewahren und Wasser können wir aufbewahren. Dieselöl. Also eine Regentonne wäre cool, ne? Also statt Mülltonne. Dann warten wir mal eben kurz, bis die Post erscheint.
Der ist wieder. Der Briefträger. Mhm. Dem traue ich nicht. Was? Diese Post stapelt sich im Briefkasten von Bob, den ehemaligen Lehrer. Aha. Was liest du meine Post eigentlich, Kollege? So, da haben wir das Geld bekommen. Jetzt könnten wir das theoretisch auseinandernehmen. Das Problem ist nur, ich habe echt die Sorge. Bezüglich der Inspektion. Gut, wir machen es mal. Wir nehmen auseinander die Palette. Und die Box. Und dann bauen wir... Oh, oh. So. Ich denke, ich habe an alles gedacht. Bleib ruhig. Deine Werte ändern sich während einer Unterhaltung nicht. Das Zimmer wird aufgeräumt, funktioniert. Ich hoffe, es ist nichts Illegales. Überprüfe auf Anomalien im Stromverbrauch. Sammle Informationen für den Bericht. Scheint auf den ersten Blick recht anständig zu sein. Schauen wir uns die Details an. Die Einschätzung des Wasserverbrauchs ist Teil der Inspektion. Überprüfe den Inhalt des Raums. Interessanter Raum übrigens. Der braucht er wohl ein bisschen länger und... Überprüfung auf illegale und unübliche Gegenstände. Sehr gut, haben wir das überstanden. Und wir verhalten uns weiter ruhig. So, fehlende wichtige Gegenstände. Verdacht 14%. Sehr hoher Stromverbrauch. Beim Wasserverbrauch würde er mehr erwarten pro Tag. Das ist ja eigentlich ganz gut. Da würde ich sagen, wir basteln mal weiter in unserem Plan. So, was wollte die gute Dame haben? Die wollte haben ein Regal und einen Tisch mit Ü. Ganz wichtig. Das Problem ist jetzt, dass wir nicht genug Holz haben. Und Altpapier will sie auch haben. Gut. Ja, jetzt noch in den Wald zu gehen, lohnt sich nicht. Wir könnten ein kleines Nickerchen machen. Wir könnten aber auch mit dem Fehl... Wir haben noch 14 Dollar. Dann gehen wir erst kurz Nickerchen machen, bis die Post eingetroffen ist. Und dann sollten wir zügig wieder Sachen anpflanzen. Sonst kriegen wir ein Problem. So, im Supermarkt gibt es Samen. Wie geht es Ihnen, Mr. Prepper? Heute Morgen bin ich falsch abgebogen, habe mich verirrt. Komisch. Wieso nennt er mich Mr. Prepper? Also, wir wollen das doch eigentlich geheim halten, dass wir Prepper sind, ne? So, Salatsamen, Karottensamen haben wir heute. Den Zucker brauchen wir für die Blaubeerenmarmelade. Den nehmen wir mal mit. Und dann bauen wir mal... ...die Sachen an. Da könnten wir in den Wald gehen, solange, während die Post unterwegs ist. Und ein paar Blaubeeren sammeln. Ich glaube, die spawnen jeden Tag. Dann haben wir auf jeden Fall genug, um Marmelade herzustellen. Oh, das... Oh, und wir sollten mal diese Tierfalle ausprobieren. So leckeres Rehfleisch. So, sehr gut. Und dann geht's hier weiter. So witzig, ne, wie hier diese Bomben irgendwo unten drunter liegen.
Okay, wir müssen gleich dran denken, schlafen zu gehen. Vielleicht sollten wir uns auch diesen Baseballschläger bauen. Wir haben ja noch keinen, oder? Oder war der kaputt gegangen? Und dann mal die Wölfe nochmal vermöbeln. Eventuell schaffen wir das dann dieses Mal. Wir schauen mal. Steht ja schon wieder da. Ich trau dem nicht. So. Zucker, Dings, 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 Dings. Haben wir alles. Dann gehen wir mal eben hier die Blaubeermarmelade kochen. Und packen den Rest in den Kühlschrank. Lecker cool. Und schicken dem Minuteman die Blaubeermarmelade. Oder kriegen wir $30 für? So, dann müssen wir noch eben schnell anpflanzen. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Das Geräusch ist ein bisschen komisch. Wir sind doch nur unter unserem Haus und es klingt hier so wie in so einer riesigen alten Tropfsteinhöhle. Ich glaube, wir haben alles gemacht. Wir schlafen. Okay. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt ausgewacht sind und ausgeruht und aufgewacht, könnten wir mal versuchen, die Rakete weiterzubauen. Denn das habe ich beim letzten Mal, offenbar war ich da noch im Baumenü, das habt ihr natürlich in die Kommentare geschrieben. Also vielen Dank für den Hinweis. Und dann schauen wir mal, ob es daran lag. Aber wir müssen vorher was essen. Können aber nichts essen. Das ist ja schon eine ordentliche Verschwendung, ne? So, alles abgelegt. Da kommt unser Geld. Und Post. Wie geht es Ihnen? Ich interessiere mich in letzter Zeit für ein faszinierendes Thema, welches zeitgemäß werden könnte. Aber aufgrund der Zensur durch unsere Regierung, Gott schütze den Präsidenten, ist es schwierig, an zuverlässige Quellen zu kommen. Aber Sie könnten mir vielleicht mit etwas Glück vielleicht mehr Glück haben. Bitte beschaffen Sie mir ein gutes Buch über Atomkriege und deren Folgen. Etwas Sachliches. Ich bin mir sicher, dass Ihre Schwierigkeiten wieder gut machen kann. Angesichts der Zensur werde ich durch die Regierung weiß ich leider nicht, wo man heutzutage so ungewöhnliche Bücher herbekommen kann. Ich vermisse, dass sich das gesamte Buchgeschäft auf dem Schwarzmarkt verlagert hat. Freundlichen Grüßen. Der Minuteman. So, Golfschlägerballgerät. Habe ich. Okay. Habe ich nicht. Wir schauen nochmal kurz nach den täglichen Angeboten. Was hätte denn die Nancy heute gerne? Einen Stuhl und einen Schrank. Schrank brauchen wir Metall. Und 8 Holz. Da werden wir mal bei Säge mal fragen, ob der Säge noch ein bisschen Erde haben will. Natürlich will er noch Erde haben. Und dann kaufen wir bei Säge mal eine ordentlich große Holzpalette. Denn ich glaube, wir haben nicht mehr genug Holz zum Bauen für die Sachen von der Dame. Nee. Haben wir denn genug Geld für einen Baseballschläger? Auch nicht. Aber wir könnten so eine Falle bauen. Eine einfache Falle, um unschuldige Tiere zu fangen. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Das ist normaler Köder für Fallen. Okay. So, ich nehme an, wir müssen ihn einfach nur hier hinstellen. Ah.
Ja. Und wir haben einmal Rübensamen bekommen. Sind denn neue Beeren hier aufgetaucht? Wahrscheinlich noch nicht. Doch. So, dann können wir die mal essen. Und reisen zurück, denn der Sergei wird wahrscheinlich... Also ich müsste eigentlich bei... Ich hatte heute Nacht Probleme einzuschlafen. Ich habe die eherne Schlange angeschaut, die am Himmel leuchtet. Ich bin verwirrt, was auch immer das ist. So, wir bekommen Geld und eine Kiste von Sergei. Und ja, mit den Sachen, meine lieben Freunde draußen in den Empfangsgeräten, werden wir in der nächsten Folge Dinge herstellen. Und nach Möglichkeit Gewinnbring verkaufen. Damit wir ein bisschen Geld bekommen. Und wenn wir dann auch mal wieder gesättigt sind, würde ich auch vorschlagen, dass wir versuchen, die Rakete weiterzubauen. Das alles und mehr in der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen hier beim Prepper Simulator. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.